Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Superintendent Olivier Dantine für euch zu haben. In seiner heutigen Predigt reflektiert er den Spruch »What would Jesus do?« Was erwartet Gott von uns? Und was braucht es für eine gerechte und solidarische Gesellschaft? Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser motivierenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Gemeinde, What would Jesus do? Oder kurz WWJD. Was würde Jesus tun? Seit den 90er Jahren ist es ein Trend, vor allem unter frommen Christinnen und Christen, T-Shirts und Armbänder mit dem Kürzel WWJD als Ausdruck eines besonders entschiedenen Glaubens. Dieses Kürzel und dieser Satz ist Teil einer christlich frommen Popkultur geworden. Und wie es immer mit solchen Popkulturen ist, ist die Verballhornung nicht fern. Längst gibt es auch Armbänder, zum Beispiel mit What would a pirate do? Ich finde, dieses What would Jesus do hat diese Verballhornungen durchaus verdient. Denn diese Frage, was Jesus tun würde, das ist gerade nicht, was Jesus uns aufgetragen hat. Nachfolge Jesu heißt eben nicht, über Jesu Entscheidungen in einer aktuellen Situation zu spekulieren. Nachfolge heißt erst recht nicht, den eigenen Entscheidungen einen göttlichen Touch zu geben. Seht her, so hätte auch Jesus gehandelt. Abgesehen davon, was würde Jesus in dieser digitalisierten Welt, geprägt immer mehr von künstlicher Intelligenz, tun? Also ich stelle mir Jesus von Nazareth mit einem Smartphone heillos überfordert vor. Nein, nicht was Jesus tun würde, sollen wir tun, woher sollen wir das auch wissen, sondern die Antwort, was jeder und jede in einer speziellen Situation, in einem komplizierten Dilemma oder in einem inneren Konflikt tun sollen, diese Antwort sollen wir schon selber finden. Aber wir werden nicht ohne Wegweisungen in unsere Entscheidungssituationen geführt. Als Christinnen und Christen ist selbstverständlich das Reden und Handeln Jesu ein wichtiger Maßstab. Das Zugehen auf Menschen am Rand, Nächstenliebe, das sind gute Richtlinien. Jesus bezieht sich da auch auf die Botschaft des von uns sogenannten Alten Testaments, in der Tora, den Weisungen Gottes, die wir in den 5 Büchern Mose finden, und auch in der Botschaft der Propheten. So wie beim Propheten Micha, aus dem unser heutiger Predigttext stammt, dem 6. Kapitel, die Verse 1 bis 8, in der Übersetzung der Basisbibel. Hört, was der Herr sagt. Führe einen Rechtsstreit mit den Bergen und lass die Hügel auf deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, worum es dem Herrn geht. Gebt Acht, ihr Fundamente der Erde. Der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Er tritt in eine Auseinandersetzung mit Israel. Mein Volk, was habe ich dir getan? Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Steh mir Rede und Antwort. Ich habe dich doch aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe Mose, Aaron und Miriam dazu bestimmt, dass sie dir auf dem Weg vorausgehen. Mein Volk, denk doch daran. Was führt Balak, der König von Moab, im Schilde? Und was hat ihm Bileam, der Sohn des Beor, geantwortet? Erinnere dich an die Ereignisse, als du von Schittim nach Gilgal gezogen bist. So erkennst du, dass der Herr gerecht gehandelt hat. Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen, mit einjährigen Rindern als Opfertieren? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1000 Widder bringe und 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir erwartet, das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist. Wir brauchen also kein What would Jesus do? Es ist uns nämlich schon gesagt worden, aber der Reihe nach. Der Ausgangspunkt für die Frage, was denn zu tun ist, ist ein Streitgespräch zwischen Gott und seinem Volk Israel. Da beklagt sich Gott über das Volk. Gott zählt auf, was er alles für das Volk getan hat, erinnert an entscheidende Begebenheiten, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, die Begleitung durch die Wüste, das Hineinführen in das Land Kanaan. Das alles hat Gott für sein Volk getan. Und wie dankt das Volk ihm das?
aus dem Zusammenhang der prophetischen Verkündigung im Alten Testament und aus dem, was später im Text steht, kann man schließen, was denn von Gott beklagt wird. Ein Volk, das es zulässt, dass in seiner Mitte Ungerechtigkeit herrscht. Rechtsbeugung, Korruption, die Reichen können es sich richten, nutzen die Not der Ärmeren aus, treiben sie mit Wucher Zinsen in die Verschuldung, die wiederum ausgenutzt wird. Schuldsklaverei war ein weit verbreitetes Phänomen dieser Tage. Immer wieder prangern Propheten das an. Es spricht viel dafür, dass auch dieses fiktive Streitgespräch, das der Prophet Micha skizziert, solche oder ähnliche Ungerechtigkeiten als Hintergrund hat. Gott befreit das Volk aus der Sklaverei und der Dank ist große Ungerechtigkeit. Und das Volk antwortet, wie also können die großen Taten Gottes vergolten werden? Und wie kann ich Gott dazu bringen, dass er uns verzeiht? Die Antwort, die sich das Volk zunächst selbst gibt, sind absurd große Opfergaben. Opfergaben im Tempel waren üblich, aber eher Kleinvieh, nicht ganze Rinder und auch nicht diese absurd hohe Zahl an Opfertieren. Und nicht zuletzt sogar die Opferung der Erstgeborenen, völlig absurd. Seit der Erzählung von der eben Nicht-Opferung Isaaks ist klar, dass Gott keine Menschenopfer will. Die Gabe der Erstgeburt wurde abgelöst. Es ist klar, dass der Prophet Micha zum Stilmittel der Übertreibung greift. Er drückt hier die Hilflosigkeit und Verzweiflung des Volkes aus. Die Befreiungstaten Gottes sind so groß, dass sie nicht vergolten werden können. Und nichts können wir tun, um Gott wieder gnädig zu stimmen. Aber Gott muss nicht gnädig gestimmt werden. Das ist das, was wir in den Tagen vor dem Reformationsfest erinnern. Es braucht keine Opfer, schon gar nicht so absurd gewaltige Opfergaben, um Gott gnädig zu stimmen. Der Prophet Micha kritisiert mit dieser übertriebenen Darstellung genau das, was 2000 Jahre später Martin Luther an der damaligen Frömmigkeitspraxis kritisiert hat. Man kann sich die Gnade Gottes nicht erkaufen, man muss es aber auch nicht. Allerdings, dass wir Gott nicht gnädig stimmen können, aber auch nicht müssen, heißt gerade nicht, dass es völlig egal ist, was wir tun und wie wir handeln. Und hier setzt Gott in den Worten des Propheten Micha ein. Es ist dir gesagt worden, was gut ist und was Gott von dir erwartet. Und es sind drei Punkte, die Micha hier anführt. Und diese drei Punkte sind nicht zufällig angeordnet, sondern bilden eine Steigerung. Das erste, Rechtes tun. Also den geltenden Rechtsnormen folgen, vor allem denjenigen, die zum Schutz der Schwächeren erlassen wurden. Man möchte glauben, das sei eine Selbstverständlichkeit, ist es aber leider nicht. Über das, was im alten Israel los war, habe ich schon gesprochen. Und bei uns heute? Menschenrechte werden immer mehr in Frage gestellt, wenn es um Flüchtlinge und Migranten geht. Plötzlich sind sie nicht mehr unteilbar, sondern sollen der Stimmungslage in der europäischen Bevölkerung untergeordnet werden. Es ist dir gesagt worden, was gut ist. Menschenrecht, Menschenrecht sein lassen. Der zweite Punkt. Nachsicht mit anderen haben. Luther übersetzt, Liebe üben. Es ist das, was anderswo in der Bibel mit Nächstenliebe bezeichnet wird. Ein Verhalten gegenüber dem anderen, das über das Erforderliche hinausgeht. Nachsicht mit anderen haben, finde ich eine schöne Übersetzung, die deutlich macht, es geht nicht darum, den anderen zu mögen. Aber eine Gesellschaft kann nur dann gut funktionieren, wenn nicht jeder jedem alles aufrechnet, sondern wenn es Nachsicht und Rücksicht untereinander gibt. Und der dritte Punkt. Besonnen den Weg mit Gott gehen. Das klingt erstmal recht fromm. Es bezieht sich aber darauf, dass Gott mit den Menschen mitgeht. Da sollen wir selbst nicht zurückbleiben, aber vor allem, wir sollen niemanden anderen zurücklassen. Also nicht wie bei einer Wanderung, zwar auf die letzten warten, aber sobald sie an den Rastplatz angekommen sind, sagen, ja, so geht es weiter. Niemanden zurücklassen. Auf dem Weg zu einer gerechten, solidarischen Gesellschaft hilft es auch, in Weggemeinschaft mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zu treten, die ebenfalls aus anderer Motivation als der christlichen sich für eine gerechte und bessere Welt einsetzen. Der gemeinsame Weg der unterschiedlichen Gruppen, Jugendliche, Wissenschaftler, Religionsvertreterinnen, Religionsvertreter zu mehr Klimagerechtigkeit ist ein solches Beispiel für eine Weggemeinschaft von Menschen aus christlicher oder eben aus anderer Motivation sich einsetzen für eine gerechte Welt. Nicht um Gott zu gefallen, tun religiöse Menschen das. Und so meint der Prophet Micha das auch nicht. Micha erinnert an die Befreiungstaten Gottes, die stehen an erster Stelle. Erst dann ist den Menschen gesagt, was gut ist. Als Befreite sollen wir uns nicht mehr um uns selbst sorgen, ob uns vergeben wird, ob wir Gott gerecht werden. Wir sollen um andere sorgen, um unsere Nächsten, um eine Welt, in der Menschenrechte nicht verletzt werden, um eine Welt, in der viele Menschen
sich gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen. Gehen wir also den Weg eines solidarischen Miteinanders. Es ist uns gesagt worden, was gut ist. Amen.